meine besten Spiele im Juni bis sogar August. Es war eine Sommerpause da, aber es ist einiges zusammengekommen. Ich werde wieder sortieren, welche Spiele weiterkommen und welche nicht weiterkommen. Und am Ende des Jahres mit in meiner Verlosung sind zu den besten Spielen des Jahres auf Langzeitsicht geprüft. Los geht's. Bretman. Willkommen in der Bretthöhle, ich bin Simon, aber Wayne, denn hier ist wieder ein Klotz von Spielen und eins ist hier schon nicht mehr drauf, weil ich es verliehen habe, damit fange ich an und das ist Quicksand. Und Quicksand ist wieder ein Stressspiel, in dem ihr euch organisieren müsst, um eure Sanduhren bestmöglich durch den Treibsand zu navigieren und ans Ziel zu kommen. Ich habe gesagt, das Spiel hat es sehr, sehr gut gemacht, hat es besser gemacht, zum Beispiel als Kites in diesem Jahr, aber es ist und bleibt ein Stressspiel. Und die stressen mich. Und da kann das Spiel gar nichts für. Das Spiel macht es gut. Wenn ihr Stressspiele mögt, dann wird Quicksand wahrscheinlich ein guter Vertreter für euch sein. Für mich nicht. Deshalb kommt es dieses Jahr nicht weiter, weil ich habe keinen Spielspaß daran, mich nerven oder stressen zu lassen und alle am Tisch ganz gehetzt dabei zu sein. Aber was man sagen muss, Interaktion, die ist durchaus da. Dann, ihr werdet es schon erahnen, Harakiri steht hier noch groß rum. Das Spiel wird bald verkauft. Weil ein Abenteuerspiel muss Abenteuerlust in mir erwecken. Und das hat es nicht getan. Denn die Entscheidungen, die ich hier treffe, die sind eigentlich keine Entscheidung. Es ist belanglos, was ich tue. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das Konsequenzen für mich und meine Charaktere hat. Das feudale Japan kann ich leider da nicht so abenteuerlastig erleben, wie ich das möchte. Das Material sieht toll aus. Vielleicht wird auch für den einen oder anderen die Story sich nach hinten raus so gut entwickeln, dass sie sagen, ja, Simon, spiel das Spiel nochmal. Es ist halt ein Latecomer, es braucht ein bisschen länger. Bei mir hat es diese Chance aber erstmal nicht bekommen, deshalb wird meine Box wahrscheinlich wandern. Aber keine Sorge, ich habe noch einen Kumpel, der noch eine hat, wenn ich es nochmal spielen soll. Dann kommen wir zu Come Together, ein schönes Festivalspiel, wo ihr ein Worker Placer habt, wo ihr eure Bühnenpräsenz eben verstärken müsst und alles in allem ein schön rundes Spiel. Wie bei vielen anderen Vertretern aber auch, habe ich es schon in dem Einzelreview gesagt, eben ein Spiel, wo das Thema euch treiben muss. Und das Thema ist hier super getroffen. Es ist Flower Power, es ist alles drumherum und die Mechaniken da drinnen, die treffen genau das, was das Spiel eben auch mechanisch tut. Es ist aber ein Spiel, was ich schon sehr, sehr häufig gespielt habe, ohne dass da jetzt einzelne Punkte drin sind, die ich jetzt besonders unique und einzigartig finde. Und das ist bei mir der einzige Grund, dass ich sage, es kommt nicht weiter, weil ich will am Ende des Jahres die besonderen Perlen auszeichnen. Und ich glaube ganz einfach, Come Together wird für mich nicht diese extra besondere Perle sein, auch wenn es bei vielen im Regal einen Platz hat und da auch hingehört, wenn die sagen, das ist das Thema und das ist die Mechanik, davon brauche ich einen Ableger und ich will Flower Power zurück, dann wird Come Together das Richtige sein. Für mich kommt es jetzt erstmal nicht weiter. Ihr merkt, ich gehe durchaus skeptisch diesmal hindurch und das mache ich aus gutem Grund, weil ich mir gedacht habe, ich will zum Schluss des Jahrgangs wirklich nur noch die Spiele haben, wo ich auf lange Sicht sage, das sind sie. Es bringt nichts, wenn ich euch am Ende des Jahres sage, boah, das ist das eins der schönsten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe und nächstes Jahr haben wir so komplett wieder vergessen. Das bringt nichts. Es sollen All-Time-Favorites sein, wo ich sage, ja, hier haben wir wieder einzigartige Spiele. Und Sweet Mess ist eine ziemliche Leckerlei. Ja, das sieht unfassbar gut aus. Wir backen hier unseren Kuchen und. Schaut mal in das Einzelreview rein. Ich hole deshalb genauso aus, weil das gleiche wie Come Together hier zum Tragen kommt. Es ist nett, wie wir die Zutaten aus dem Plättchen nehmen, die einzelnen Kuchen fertigstellen. Das Thema ist hier wieder entscheidend. Come Together ist wieder ein Vertreter für sein Thema. Sweet Mess ist wieder ein Vertreter für sein Thema. Wenn man das mag, dann wird man hier einen schönen Vertreter gefunden haben. In meiner Sammlung wird es aber nicht bleiben, weil ich auch andere Spiele davon habe. Kabanga, ein kleines Kartenspiel, was ich ja auf der Spielmesse im Livestream ja schon so ein bisschen gepusht habe, ohne es zu wissen. Und zwar haben die Housies das mit ihrer Community bei Meet and Play gezockt. Merkt euch da übrigens auch mal den Termin, weil wir werden dieses Jahr auch da sein und wir wollen auch zocken und vielleicht zocken wir auch mal ein bisschen was zusammen da. Mit mir meine ich übrigens Nerdstar und mich. Und ja, da ist Kabanga gespielt worden und es hat ja sogar einen Kabanga-Boy gegeben, der über die Messe gelaufen ist und hat dann in die Kamera gerufen, Kabanga, denn das müsst ihr hier tun bei dem Spiel. Und dieses Kartenspiel hat mir wirklich viel Spaß bereitet, es ist auch ein Sommerspiel, muss man auch dazu sagen. Das nimmt man mit, mal eben zum Grillen auf eine Grillparty, jeder hat Spaß, die Zahlen ja einzuordnen und wenn da eine zu große Lücke ist, zu rufen, Kabanga, Kabanga, Kabanga und dem anderen die Karten um die Ohren zu werfen, es passt in jede Tasche, es passt in den Urlaub und Kabanga ist so ein Spiel, wo ich gerade sage, ja, das ist vielleicht dieses kleine Kartenspiel, was ich jetzt in dem Sommer gebraucht habe und das kommt definitiv weiter. Rauha ist ein Spiel, was nicht viel falsch macht mit den Biomkarten, was wir mit einzelnen Karten upgraden, um dann da eben die Siegpunkte zu bekommen. Es ist aber nicht viel für Vielspieler dabei und ich bin nun mal ein Vielspieler und deshalb wird es diesen Aspekt bei mir nicht abdecken können, also kommt es auch nicht weiter. Dann kommen wir zu einem Akustikabenteuer, Murder Island, die Panik.
Nee, die Panda-Panik. So heißt das. Das ist ein Hörspiel, was nicht auf der höchsten Komplexitätsstufe ist. Das muss man dazu sagen. Ihr müsst die Map nach und nach aufdecken, habt nach und nach Rätsel, die ihr lösen müsst. Das Spiel ist ab 10+. Und ich würde auch durchaus sagen, dieses Spiel könntet ihr auch schon mit den 10-Jährigen problemlos spielen, weil es ist einfach. Und mir hat es Spaß gemacht. Ich mag diese Art von interaktiven Adventures. Es ist schön thematisch. Manche Leute von euch haben drunter geschrieben, dass es Probleme mit In-App-Käufen gab. Das konnte ich gar nicht nachvollziehen, weil ich habe nur Mordio Island, die Panda-Panik gespielt und sonst nichts weiteres. Das heißt, das werde ich mir da nochmal angucken müssen. Ich hatte keine In-App-Käufe und deshalb hatte ich einfach zügellos Spaß mit dem Spiel. Und wenn auch die Komplexität nicht die höchste war. Es gibt deutlich komplexere Krimi-Games, die auch länger dauern, aber schaut euch auch mal die Länge an. Das Spiel will 60 bis 75 Minuten gehen und ist wie in Echoes eher eine kurze interaktive Unterhaltung. Da ich das Spiel aber nicht nochmal spielen kann und es trotzdem nicht so innovativ ist wie andere Crime-Games, die ich hier schon ausgezeichnet habe, wird es nicht weiterkommen, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann kommen wir zu Shake That City und ich mag diese Spiele. Acropolis hat mir sehr viel Spaß bereitet, wo wir eben solitär für uns unsere Stadt zusammenbauen mit verschiedenen farbigen Plättchen. Die haben verschiedene Bedingungen, um untereinander Punkte zu bringen. Jo, Shake the City ist mir nur zu komplex in den Zusammensetzungen, wie Punkte geholt werden. Es bringt mir zu viel Spielmaterial mit den einzelnen Plättchen. Das ist so viel Kleinkram, es ist schwierig einzupacken. Ich habe es immer noch nicht gut hingekriegt durch diesen ganzen Tütchenkram. Und der Schieber, der da drin ist, der dieses schöne 3x3-Raster erstellt, der ist halt aus Pappe, der wird irgendwann kaputt gehen. Und dann ist das Einzige, was noch so richtig unique an Shake the City ist, leider auch weg. Ich mag dieses Spiel, nur würde ich immer wieder zu Acropolis greifen. Das ist so gerade mein Way to go dafür und deshalb kommt Shake the City in der Spielreihe auch nicht weiter. Bis jetzt ist erst ein Spiel weitergekommen. Ich habe es gesagt, ich möchte kritischer da durchgehen, um euch wirklich schon auszusieben, was das Beste ist. Und da kommen wir noch zu Disney Locana, der Einstieg. Ja, ich werde euch nicht nochmal Disney Locana hier bewerten. Es geht einfach nur darum, dass in der Einstiegsbox habt ihr eine Brettspielbox für zwei Personen, in denen Decks vorgefertigt sind, wo ihr nach und nach die Regeln erlernen könnt, die ihr euch dann eben freischaltet und nicht sofort in das Spiel kommen muss. Und für Einsteiger ist das genau die richtige Box. Kommt nur zu spät, weil ich bin schon eingestiegen. Ich kann es gar nicht mehr großartig beurteilen, wie das für Leute ist, die das Spiel noch gar nicht gespielt haben. Und für mich, als einer, der schon bei Locana länger drin ist, ist hier nichts dabei, weshalb ich diese Box brauche. Ich weiß zu tolerieren, dass sie für den Einsteiger genau das Richtige ist und dafür ist sie gut. Nur in meiner Liste kann sie halt kein Topspiel des Jahres werden, weil sie bei mir nicht mehr den gleichen Impact hat. In anderen Toplisten kann es das durchaus werden, weil das eine Box ist, die ein TCG sehr, sehr gut gebrauchen kann. Nur bei mir. Noch eine Box, die ich hier hervorzauber, und zwar Astra. Und kommt mit einzigartigem Spielmaterial her, ist wie gesagt von Mindclash, ist jetzt aber ein Tekken-Kennerspiel und gar kein Expertenspiel in der Komplexität. Das Spielmaterial hat mich überzeugt, das habe ich euch gesagt. Das Spiel an sich hat seine Schwächen mit den Sternbildern, die man ausmalt, weil ich finde es hart unbelohnt, dass halt nur derjenige so richtig Punkte sammelt, der es ausfüllt. Man will überall in den Wertungen drin sein, man muss seine Strategien dahingehend aber anpassen. Ich persönlich finde aber das Thema sehr, sehr erfrischend. Es sieht gut aus. Das Spiel macht Spaß. Es ist einfach zugänglich und ist ein schönes Kennerspiel, was im Vorfeld ja schon von vielen gehypt wurde. Manche haben es dann wieder revidiert aus den genannten Gründen. Ich persönlich habe aber Spaß damit und nehme es noch ein paar Mal mehr mit. Das heißt, auch das Spiel kommt weiter. Und dann kommen wir zum Schluss zu Pampero. Pampero trifft ein Thema, was momentan sehr, sehr beliebt ist. E-Mission hat es als Kennerspiel schon vorgemacht und ja, ich habe es immer noch nicht gespielt, weil es immer noch nicht am Tisch gekommen ist und ich sage es euch einfach, warum. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Das Thema triggert mich zurzeit nicht. Ich suche mir gerade die Perlen raus an Spielen, die mich wirklich interessieren und das hat es nicht. Und Pampero hat mich aber interessiert, weil es einfach deutlich komplexer aussah und es hat spielerisch auch die Erwartungen hier dran erfüllt. Ich habe immer noch so ein kleines bisschen Restzweifel. Ich brauche mehr Runden. Das ist ein Expertenspiel, wo ich einfach nicht sagen kann, nach zwei Runden, die ich bisher gespielt habe, ist das Spiel für mich ein Dauerbrenner oder nicht? Wird es sich gegen andere durchsetzen? Aber es gefällt mir. Ich mag das. Ich mag das, die Bagger der anderen zu benutzen und dann ein bisschen was abzubezahlen, aber dann eben meine Windräder zu bauen und zu sagen, ja, Pech gehabt, du hast dir deine Strategie anders überlegt. Ich mag das in diesen Spielen, weshalb ich Pampero heute weiternehme. Ich werde es aber kritisch prüfen, ob es Ende des Jahres eben auch für ein Spiel des Jahres eben in Frage kommt. Und ganz wichtig, es wird eine große Änderung auf diesem Kanal geben. Deshalb lasst ein Abo da. Das wird wirklich einiges betreffen, auch die Videos in der Häufigkeit, wie sie kommen und wie sie kommen, denn ich habe viel Mühe reingesteckt. Aber wartet jetzt mal das nächste Video ab und nehmt das Abo noch mit, weil ich würde es sehr gerne als 10.000 Abonnenten-Special machen. In dem Sinne, Dankeschön und bleibt gesund. Bis bald. Ciao.